Herzlich willkommen zu unserer Schulungsreihe Smart Meter verstehen und anwenden. In diesem abschließenden Video vom Modul 2 möchten wir Ihnen einen Schritt-für-Schritt-Plan vorstellen, mit dem Sie die Stromverbräuche in Ihrem Unternehmen analysieren können. Die Vorgehensweise lässt sich in drei Schritte unterteilen. Im ersten Schritt wird der aktuelle Status quo erfasst. Darauf aufbauend werden im zweiten Schritt Potenziale ermittelt, um dann im dritten Schritt Maßnahmen abzuleiten. Die Erfassung des Status quo beinhaltet vor allem die Fragen, welche Messtechnik ist vorhanden und welcher Stromtarif wird zurzeit genutzt. Bezüglich der Messtechnik sollte identifiziert werden, welche Zähler und Messstellen schon vorhanden sind. Zum Beispiel könnte bereits ein RLM-Zähler vorhanden sein, der Daten, Stromverbrauchsdaten in 15-minütiger Auflösung liefert. Ebenso könnten ergänzende Messstellen an einzelnen Anlagen vorhanden sein, die ausgewertet werden könnten. Ein genauerer Blick auf die Stromverteilung im Unternehmen kann Ihnen auch dabei helfen, wichtige Messpunkte zu identifizieren, wo es sich lohnt, genauer hinzuschauen. An dieser Stelle sollte auch der existierende Stromtarif genau unter die Lupe genommen werden. Der bestehende Stromtarif liefert mir wichtige Informationen darüber, ob ich mit meinem Unternehmen bereits für Lastspitzen bezahlen muss und ob ein RLM-Zähler vorliegt. Häufig gibt es hier auch Ansätze zur Kostenoptimierung. Darauf aufbauend werden nun im zweiten Schritt die Potenziale ermittelt. Dies beinhaltet zum einen die Auswertung bestehender Zählerdaten und Messung. An dieser Stelle kann es auch ergänzend erforderlich sein, zusätzliche Zählerdaten und Daten zu einzelnen Verbrauchern zu erheben. Wie im vorherigen Video dieses Moduls gezeigt, lassen sich bestehende Zählerdaten sehr gut hinsichtlich Gesichtspunkten wie Grundlast und Lastspitzen auswerten. Auch regelmäßig wiederkehrende Muster wie Betriebs- und Ruhezeiten lassen sich hier erkennen. Liegen zusätzlich noch detaillierte Daten über einzelne Verbraucher oder Unternehmensbereiche vor, so kann ich an dieser Stelle noch viel tiefgehender das Lastgangsverhalten untersuchen. Sind solche detaillierten Daten noch nicht verfügbar, so kann hier mit der Auslesung der bestehenden Zähler auf Wochen- oder Tagesbasis bereits eine erste Datengrundlage geschaffen werden. Das Ablesen von Typenschilder und Zusammenfassen von Verbrauchergruppen kann weitere Informationen liefern, wo der Strom in Ihrem Unternehmen genutzt wird. Überlegen Sie einmal selbst, welche Verbraucher sind in Ihrem Unternehmen angeschlossen und wann werden diese genutzt? Werden diese am Wochenende und in Ruhezeiten ausgeschaltet oder sind sie noch in Betrieb? So kann auch ohne detaillierte Lastgangsdaten schon ein erstes grobes Bild über die Stromverbräuche im Unternehmen erstellt werden. Im dritten Schritt geht es nun darum, geeignete Maßnahmen abzuleiten. Hier stehen die Themen Effizienzmaßnahmen, Energiemanagement und Energieberatung im Vordergrund. Effizienzmaßnahmen können sich unmittelbar aus der Analyse von Zähler- und Lastgangsdaten ergeben. Beispiele sind die Optimierung der Nutzung ineffizienter Geräte oder das Abschalten von Geräten außerhalb der normalen Nutzungszeiten, zum Beispiel nachts oder am Wochenende. Häufig lassen sich solche Effizienzmaßnahmen schon mit relativ geringem Investitionsaufwand umsetzen. Auch zum Energiemanagement können Maßnahmen abgeleitet werden. So kann der Einsatz einer Energiemanagement-Software helfen, Verbräuche zu analysieren, Geräte zu überwachen und gegebenenfalls steuernd einzugreifen. Ein Beispiel dafür ist der Einsatz von Maximalwächtern, die Lastspitzen begrenzen. Auch Erzeugungskonzepte mit zum Beispiel Photovoltaikanlagen lassen sich so besser planen und im Unternehmen einbinden. Die Energiemanagement-Software kann auch helfen, ein zertifiziertes Energiemanagement zu etablieren. Der Schritt-für-Schritt-Plan kann auch aufzeigen, wo es sich lohnt, noch tiefer in die Analysen zu gehen, weil zum Beispiel die Energiestrukturen im Unternehmen sehr komplex sind. Hier kann eine professionelle Energieberatung helfen, den Ist-Zustand im Unternehmen detailliert zu erfassen, daraus entsprechend die Potenziale abzuleiten und konkrete Maßnahmen in die Umsetzung zu bringen. Die Energieberatung selbst wird vom Staat gefördert. Darüber hinaus kennen die Energieberater auch Fördermöglichkeiten für Investitionen in weiterführende Energieeffizienzmaßnahmen. Damit schließen wir das Modul 2 Messtechnik und Smart Meter unserer Schulungsreihe ab. Im nächsten Modul werfen wir einen genauen Blick in die Praxis. Wir stellen Ihnen Softwarelösungen und den Einsatz mobiler Messtechnik im Unternehmen vor. Vielen Dank fürs Zuschauen.